Jetzt hier mit Christine in Lausanne. Christine, kannst du dich mal kurz vorstellen, bitte? Ja, ich heiße Christine Seurey-Dubuis und ich bin Reiseleiterin hier in der Stadt von Lausanne. Christine, was sollte man denn hier in Lausanne auf jeden Fall als Tourist gesehen haben? Also die Stadt ist unterschiedlich, die hat viel zu anzubieten. Wir haben einen schönen See, da kann man viele Sachen am See tun, also auf dem See gehen oder daran spazieren. Die historische Stadt ist sehr interessant mit einer 13. Jahrhundert Kathedrale und eine ganz schöne Fußgängerzone, die auch halb historisch ist. Sind viele Museen, ca. 20 Museen, zwei sind einzelartig in der Welt. Und da ist auch eine ganz schöne Nachtszene hier in Lausanne. Wir haben hier 60.000 Nightclubber jedes Wochenende. Wow, das ist eine ganze Menge. Und natürlich ist das hier eine olympische Stadt. Ja, also die Stadt hält der Sitz von der Olympischen Bewegung seit 1915. Wir haben dieses Jahr das 100. Jahr gefeiert. Und wir haben ein olympisches Museum, das auch ganz einzelartig ist. Ja. Hinter uns ist jetzt die Kathedrale. Ich schwenke mal ganz kurz hier hoch. Die, ich glaube aus dem 13. Jahrhundert stammt, ist das richtig? Ja, 13. Jahrhundert. 1275 angeweiht. So, und jetzt haben wir gerade mal nach oben geguckt. Da gibt es was ganz Besonderes. Da gibt es jemanden, der die Stunde nachts ausruft. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Wir nennen ihn den Wächter von Lausanne. Der ist eigentlich die Stimme von Lausanne. Das hört man. Man hört ihn in dem Metro für die Haltestellen. Und das ist seit über 600 Jahren, dass jede Nacht jemand auf dem Turm ist. In der Mittelalter hat er über die Feuer gewartet. Und jetzt ist das eine Tradition. Vielen Dank, Christine. Bitte sehr.